Willkommen zurück hier bei Let's Play Mafia. In der letzten Folge haben wir den Deal hier angefangen und dann kamen die Typen da vorne und haben Bill erledigt, der anscheinend jetzt auch tot ist. Gigi. Ich habe keine Ahnung, auf wen ich so wirklich schießen soll, aber habe ich keine Munition mehr? Wieso schießt der nicht? Ja, das ist schön. Aua. Moment. Oh oh, da kommt noch ein Auto. Aua. Es bringt halt einfach nichts. Fast tot. Fast. Ja. Tot. Gut. Naja, so schlimm war es jetzt nicht, aber... You know. Wir wissen jetzt immerhin direkt, was passiert. Hallo, hallo, hallo. Wir wissen auch direkt, wo wir hin müssen. Hallo. Hallo. Hallo? 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 So, das können wir wieder gekonnt überspringen. Habe ich auch noch eine andere Waffe? Nie. Irgendwie nicht so, ne? Wer ist jetzt, wer gehört jetzt zu wem? Naja, ist jetzt sowieso tot. Der feuert auf jeden Fall auf mich, also gehört er wohl zu den anderen. Jemand hat dem Auto einen Platten geschossen. Jetzt kommt noch das andere Auto. Naja, das sind ja nur vier Typen. Ups. So, das war die Rache für ihn, du Miststück. Okay. Oh oh. Das Geld würde ich mir schon wiederholen. Wir haben keine Zeit für große Reden, wir haben einen Job. Okay. Was ist denn gerade die Mission? Finde Bill und mach den Deal. Ja, der ist tot. Jetzt kann ich nicht reden. Sind hier noch mehr? Pumpgun. Oh, hier sind ja tatsächlich noch mehr. Wieso nehmt ihr denn nicht das Zeug wieder mit? Hier ist es jetzt offen. Die Mission ist halt immer noch, finde Bill und mach den Deal. Aber Bill ist irgendwie... Also ich würde sagen, der ist tot. Oh oh. So.
Hör mal auf damit. Unhöfliches Miststück. Ist da vielleicht irgendwie ein Erste-Hilfe-Kasten drin? Schön wär's. Hier ist wieder so ein Kackauto. Irgendwas? Ist das hier nicht Erste Hilfe? Ja, perfekt. Nice. Wieso nehmen die denn nicht ihren Shit mit? Also wir haben dafür ja jetzt quasi bezahlt. Und gut, der Typ ist jetzt vielleicht tot, aber man kann ja trotzdem das Zeug mitnehmen, weil bezahlt haben wir ja. Und, boah. Es ist ja so anstrengend gerade. Hier ist jetzt niemand mehr. Ja, moin. Oh. Nee, das da war doch keiner. Aber hier sind welche. Ja, das sind ja eure Autos, ne? Könnt ihr ruhig abfackeln. Wo ist die Treppe gewesen? Ja, sag ich ja. Wir nehmen die Treppe, Freunde. Wir nehmen die Treppe. Das passt schon. Oh, ich bin tot. Wie? Ich hatte doch noch voll viel Leben. Ich hatte mich da gerade so drüber gefreut. Ach, komm. Das war ja jetzt echt lächerlich. Meine Güte. Okay, hier war ja der Deal. Solche Sachen sind dann echt immer ein bisschen nervig. So, geh mal in Deckung, bitte. Oh, die haben ihn umgebracht. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das eine Ding so ein bisschen... explodiert, aber ich glaube, das kann ich wohl knicken. Ups. Die sind alle jetzt down, hoffentlich. Also ich nehme denen nochmal ihre Waffen weg. Thompson, ja, nehme ich gern mit. Wie sieht es da munitionstechnisch aus? Naja, geht ja so. So. Und mehr können wir auch dann, glaube ich, nicht mitnehmen. Und das Dumme ist halt, da steht immer noch, finde Bill und mach den Deal. Ja, Bill ist aber nicht mehr da. Der ist nicht mehr unter den Lebenden, meine Freunde. Aua. Miststück. So. Weiß ich selbst nicht. Ah, okay. So langsam checke ich das Ganze. Oh, oh. Irgendjemand schießt auf mich. Ah, hör mal auf damit. Ich habe nur noch 10 Leben. Oh, oh. Das werde ich also nicht überleben. Oh, oh. Ich lasse die jetzt einfach mal vorgehen. Vielleicht erledigen die das ja für mich.
Ich lade mal eben nach. Ja, mehr Erste Hilfe wird es hier wohl nicht geben, denke ich mal. Ich versuche die irgendwie einfach mal nur kurz zu triggern und dann abzuhauen. Aber ich glaube, das wird nichts. Hallo? Hallo? Schieß da einfach mal so ein bisschen rein, damit die getriggert werden. Oh oh, bitte nicht auf mich schießen. Danke, danke. Ich lasse das jetzt einfach mal eben kurz die für mich regeln. Aber in diesem Auto, also hinter diesem Auto in Deckung zu gehen, ist nicht sonderlich intelligent. Das hätte ich ihm auch vorher sagen können. Wieso lebt der denn noch? Das können die gerade mal für sich erledigen. Oder auch nicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich jemanden getroffen habe. Die haben beide nur noch voll wenig Leben. Naja, ich habe immer noch weniger, also... Oh, einer ist tot, okay. War ja klar, dass einer von denen sterben wird. Das war, glaube ich, dem, den ich auch in den Rücken geschossen habe. Also hier jetzt wieder rauszukommen, das wird auch schon wieder echt interessant. Aber naja. Kann nicht einmal ein Deal glatt gehen, ey? Also wirklich... Hi. So, das überspringen wir direkt mal wieder. Wieso der Erste sich immer umbringen gehen muss, ey. Das ist richtig hardcore abfuckend. Okay, der ist auch schon mal down. Der geht jetzt wieder in die Ecke. Das war ein Fehler. Ups. Ich habe auch ein bisschen was abbekommen, aber gar nicht mal so viel. Oh oh, irgendjemand hat auf mich geschossen. Da gehen wir nicht lang. Komm mit. Na komm. Stirb. So, komm, gib's auf. Besser ist das. Thompson, ja, die nehmen wir mit. Hi. Das Gesundheitsding lassen wir erstmal da. Wir haben noch 81 Leben, das geht noch in Ordnung. Ich gehe mal wieder so weit, es nur geht nach hinten. Hallo. Lassen die mich jetzt mit denen alleine? Wo sind die? Könntet ihr mir vielleicht helfen? Wir holen uns das Gesundheitsding jetzt doch mal. Danke für nichts.
Ach, den habe ich eben schon umgelegt, ne? Hier vorne müsste wieder einer campen. Exakt. Oh oh, falsche Waffe. So. Thompson, ja, nehme ich gern mit. Ich lade hier mal nach. Die haben hier eh alle die Waffe. Und hier war jetzt leer, genau. Weil die alle ja da hinten sind. So, hallo, hallo. Überraschung, Überraschung. Genau, legt ruhig eure Karren in Flammen. Kein Problem, kein Problem. Ja, ihr macht das echt super. Das andere auch noch, komm, gib ihm. So, perfekt. Ich gehe mal hier rüber. Er ist hier halt gerade direkt in der Schusslinie. Wieso geht er denn dahin? Der hat halt nur noch 12 Leben. Ist das euer Scheiß? Gottverdammter Drecksernst? Ja, er ist tot. GG. Dieses Mal ist Pauli tot. Es ist immer der gleiche Dreck, ey. Nur weil die zu dumm sind, auf sich aufzupassen. Ach, ich sag's euch, das wird hier doch lustig. Das wird auch noch eine Weile dauern. Aber wir machen das auf jeden Fall in dieser Folge jetzt fertig. Dann muss ich mir das notfalls notieren, wann ich mit der Folge aufgehört habe. Oder ich mache da einfach nochmal eine einzelne Aufnahme draus oder so. So. Wiedersehen. Wiedersehen. Ah, den kriege ich sogar noch von hier. Okay, der ist sowieso down. Stirb. Ach, Sam ist tot. Ja, selbst schuld, wenn er dahin rennt. Also ihr seht das ja, das ist halt einfach Dreistigkeit pur. Das macht mich auch echt ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil der rennt da halt einfach hin und lässt sich halt auch nicht sagen. Den können wir halt jetzt nicht einfach so zurückziehen und sagen, nee, mach das mal nicht. Der erste Typ rennt da halt einfach nur so komplett geistesgegenwärtig hin und lässt sich dann irgendwie erschießen. Da denke ich mir auch nur so, läuft bei dir. Jetzt sitzt da noch der eine Typ in der Ecke. Und noch der. Ja, er ist auch noch da. Oh, er ist auch noch da. Wiedersehen. Oh oh. Aber diese Waffe ist irgendwie, also diese Thompson ist schon irgendwie so eine richtige Mafia-Waffe, oder? Oder irre ich mich? Also die kennt man ja schon irgendwie krass von der Mafia irgendwie. Also in Mafia 2 gibt es die ja auch. Ich habe noch volles Leben, voll gut. Naja, noch, ne? Ich würde am liebsten wieder in so ein Auto einsteigen und dann einfach alle von da aus überfahren. Das war ja bisher das Beste. Wo sind die? Sind die schon alle hochgerannt gekommen? Oh oh. Mann, wieso lässt er sich denn jedes fucking Mal erschießen? Ja, er ist halt safe schon wieder tot, wenn er nicht sofort in Deckung geht.
Wieso bist du so dumm? Jetzt mal ernsthaft. Nicht jetzt, Tommy. Du bist dumm wie Scheiße. Bitte geh einfach weg. Meine Güte. Nie, nie, nie. Oh, oh. Schnell weg. Schnell weg. Ist das euer Ausdruck von schnell weg? Wenn ja, dann sollten wir es vielleicht nochmal überdenken, was schnell weg bedeutet. Okay, Moment. Bitte bleibt genau da stehen und fuckt jetzt nicht ab. Macht jetzt irgendwie nicht so eine Eigenschau. Da habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Ich brauche jetzt nämlich erstmal hier Gesundheit und so. Zwei haben wir ja jetzt schon erledigt. Sollten noch ein paar kommen, ja immerhin folgen die mir. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Hier war keins, genau. Hier, die Treppe war wieder dort. Oh Mann, ich sag's euch. Oh, hi. Ihr müsst schon... Ja, genau. Komm du ruhig wieder hierher. Beste Idee. Mann, jetzt schieß doch. Wir müssen von hier verschwinden. Bill ist erledigt. Der wird kein Millionär mehr. Wo soll ich denn einsteigen? Hier? Das geht jetzt nicht. Was zum Teufel war das, Pauli? Wer waren diese Typen? Wie soll ich das wissen? Okay, okay. Wir können hier nicht rumstehen, bis noch mehr ich von den Typen nicht. Auftauchen. Holen wir den Laster und hauen ab. Tom, du fährst. Ich folge dir in einem der anderen Autos. Ich hab noch was zu erledigen. Mist! Ohne den Laster sind wir geliefert! Okay, gut. Ich würde sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir einfach mal gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Bis dahin!